immer am neuesten Stand der Technik, bekommt meistens Sachen mit, bevor es die breite Masse mitbekommt. Eigentlich fette Bandbreiten von coolen Sachen. Wirklich nicht nur programmieren, so hast du ein bisschen was mit der Hardware, sondern das ist ganz lässig. Reicht von E-Learning-Projekten bis zu wirklich Kommunikation, Social-Media-Strategien. Ich glaube, dass das wirklich ein sehr umfangreiches, gutes Studium ist. Und Kompetenzen für Führungskräfte, also ganz so viel Soft-Skills haben wir auch dabei. Ich habe ein Studium gesucht, in dem ich Animation und vielleicht ein bisschen Games-Design machen kann. Ja, eigentlich liebe ich alles, wenn ich das gerade mache, aber so 2D-Animation ist schon ziemlich geil. Also weil da ein schöner Austausch immer stattfindet und man neuen Input bekommt. Ja, weil das Studium, wie gesagt, von Anfang an sehr flexibel war und mit Laboreinheiten, das war wirklich sehr aufschlussreich. Und was mich total interessiert, man kann nachher bei Otto Bock, das ist ein Prothetikhersteller in Wien, arbeiten. Die Wissensgrundbasis, die man so aufbaut, ist sehr gut. Ja, es ist einfach irrsinnig vielfältig, ja, man lernt einfach irrsinnig viel. Und zum anderen wollte ich aber trotzdem irgendwie mit Menschen zu tun haben. Jeder hilft an, nur wo es geht, dass jeder ja weiterkommt. Es ist ein sehr guter Zusammenhalt da im Studium. Innovationsmanagement oder Marketingmanagement, Marktforschung ist jetzt auch dazugekommen. So kriegen wir im dritten Semester Lehrveranstaltungen auf Englisch. Und wir haben aber auch das wirtschaftliche Know-how, das heißt, wir wissen, wie man verschiedene Strategien anwenden kann. Die Lehre von Maschinen und anderen Teilen und Bewegungsabläufen. Und halt, dass man da mit den Materialien einen Kontakt hat und versucht, da Entwicklungen auch zu machen. Erneuerbare Energien, grüne Welle sozusagen. Der ganze Unterricht läuft ziemlich praxisbezogen ab. Mein Lieblingsfach war Biotechnik. Ja, genau, auch Bakterien, mikrobiologische Untersuchungen, solche Sachen. Ja. Wie die DNA funktioniert, wie man es replizieren kann. Und Mischung aus den biologischen und chemischen Reaktionen, die man so im Leben vorfindet. Man ist wie eine große Familie am Campus. Man kommt schnell in Kontakt mit den Leuten, es sind alle sehr offen. Und es ist schon klasse, wenn man einfach so viele unterschiedliche Eindrücke mitkriegt. Würde ich sofort wieder machen. Am Ende hat man eine gute Ausbildung, mit der man sich nie verstecken braucht.